Herr Professor, Sie sind Spezialist unter anderem für Daten, Daten rund um das Gesundheitssystem. Wir werden alle immer älter. Was bedeutet das für unser Gesundheitssystem? Ja, im Grunde genommen ist der doppelte Alterungsprozess relativ einfach zu erklären. Es werden immer mehr Menschen, nämlich die Babyboomer, von immer weniger Menschen, das sind ihre Kinder, und immer länger noch zu versorgen sein. Und das treibt, sagen wir mal, die Möglichkeiten unseres Gesundheitssystems ziemlich weit in den Keller. Können wir da mal in die Zukunft schauen? Jetzt sind wir im Jahr 2015. Wie wird die Welt in Deutschland im Jahr 2040, 2050 ausschauen? Ja, das ist eben halt genau kein Blick in die Zukunft, sondern die Zukunft ist schon determiniert. Also 2035, 2040, alle Kranken, die dann krank sind, sind jetzt schon da. Und alle Beitragszahler, die dann Beitragszahler sein werden, sind auch schon da. Das heißt, das kommt gar nicht. Das, was die meisten für etwas halten, was kommt, ist schon gewesen, obwohl es noch kommt. Aber es war schon. Okay, das müssen wir ein bisschen genauer erklären. Was bedeutet das zum Beispiel mit den Beiträgen, die ich dann vielleicht zu zahlen habe, als, sage ich mal, Babyboomer, als junger Mensch oder als alter Mensch? Nun, die Beiträge sind ganz klar determiniert. Wenn wir, sagen wir mal, noch zwei Drittel vielleicht von den Beitragszahlern von heute haben, aber doppelt so viele Kranke zu finanzieren haben mit diesen, dann werden entweder die Kranken ihre Leistungen zurücknehmen, die sie wollen, oder die Beitragszahler werden deutlich mehr zahlen müssen. Wenn die Akzeptanz dieses Mehrzahlens nicht da ist, wenn man also keinem jungen Menschen im Jahr 2030, 35, 40 sagen kann, dass er eben halt 25, 26, vielleicht 28% seines Lohnes zu zahlen hat für die Gesundheitsversorgung, weil der das einfach schlichtweg nicht einsieht, dann müssen wir natürlich sehen, wo ist diese moralische Instanz der Babyboomer, die da sagt, bitteschön, ihr müsst aber trotzdem, das wird nicht klappen, denn die Jungen dann werden sagen, ihr seid viele und ihr müsst mit dem auskommen. Und dass wir so wenig sind als Beitragszahler, das ist genau die Konsequenz eurer eigenen Unterlassung. Das klingt so ein bisschen nach Pest oder Cholera. Haben Sie eine Lösung? Na, die Lösung ist, wir müssen sehen, dass wir das, was wir wollen als Babyboomer-Generation, also als die Millionenjahrgänge, wieder in irgendeinem vernünftigen Verhältnis steht zu dem, was dann die anderen auch zu zahlen haben dafür. Wir müssen die Akzeptanz des Generationenvertrages Gesundheitsversorgung so weit stärken, dass unsere Kinder sie mitmachen, diesen Generationenvertrag eben halt. Wie muss das Gesundheitssystem umgebaut werden, damit man diese Herausforderung des demografischen Wandels meistern kann? Also wenn man es mal ganz plakativ macht, wir müssen weg von der Planwirtschaft und hin zu marktwirtschaftlichen Elementen. Wir müssen den Leuten sagen, das ist eben halt nicht umsonst, wenn du zum Arzt gehst. Das ist nicht umsonst, wenn du in den Kreissaal gehst. Das kostet was. Und Teile von diesen Kosten wirst du selber schultern. Nicht alles. Da, wo es teuer kommt, da helfen wir dir. Aber da, wo du auch selbst was mithelfen kannst, da werden wir das von dir abverlangen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gesetzlich krankenversichert bin, ich gehe zum Skifahren, ich gehe zum Paragliden, zum Tauchen, Motorradfahren, würden Sie akzeptieren, dass ich weiterhin dann sozusagen normal GKV versichert bin? Nun, für alles das, was wirklich selbstverschuldetes Risiko ist, kann man doch keine Allgemeinheit zwingen, dafür gerade zu stehen. Wenn man selbst sich einem Risiko aussetzt, hat man es auch selbst abzusichern. Das ist eine ganz klare Botschaft. Also Sie würden da einiges umbauen wollen. Glauben Sie, dass es diese politischen Mehrheiten dann gibt? Also die politischen Mehrheiten gibt es jetzt absolut nicht. Im Moment scheut der Politiker eine Preissetzung im Gesundheitswesen wie der Teufel das Weihwasser. Das wird mit Sicherheit erstmal dauern. Aber wenn wir dann beim Beitragssatz vielleicht von 20 oder 21 oder 22% sind und die Perspektive geht noch weiter nach oben, dann werden Politiker vielleicht doch langsam mutiger, weil sie natürlich die jungen Stimmen haben. Vielen Dank. Bitteschön.